Hi, I'm Rich with Inside HPC. We're here at ISE 2016 in Frankfurt, Germany, and today we're at the Unova booth, and I'm here with Daniel. And how are you doing today, sir? Fine, and you? Oh, good, good, good. Glad to be here. A lot going on. Yeah. Day two. Yes, day two. So let's start at the beginning for the folks who might not know. Who is Unova and who do you help? Unova ist eine Data Center Optimierungsfirma. Unsere Kunden haben meistens größere Datencenter. Wir haben aber auch Kunden im öffentlichen Bereich wie Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Und unsere Software hilft unseren Kunden, ihren Rechenressourcen zu optimieren. Okay, well, along those lines, I heard you had an announcement about the new Intel chip, the Intel Xeon 5 processor. What does Unova do for that? Does it keep it busy? What does it do? Für den Knights Landing Chip, da ist es eine Herausforderung, weil der ja sehr viele Cores besitzt. Es ist eine Herausforderung, den Workload auf die Cores zu bringen. Und wir können nativ mit der Grid Engine auf dem Knights Landing Chip laufen. Das heißt, wir können die Jobs auf die richtigen Cores von dem Chip orchestrieren. So Knights Landing has a lot of cores. Does Unova help keep those busy? Exakt. Das ist, was wir auch fokussieren. Wir haben seit Jahren schon viel Erfahrung, den Workload auf die speziellen Cores zu binden, auch den richtigen Speicherbereich zu adressieren. Und wir machen es sehr einfach, den Kunden die vielen Cores zu nutzen. Okay. And I have to ask you about, what's with the car? You have a Formula One car here. Why is that here today? Ja, in der Formel 1 ist es sehr wichtig, die Strömung zu berechnen und im Englischen CFD, Computational Fluid Dynamics. Unsere Kunden, die auch, wie man sieht, im Formel 1 Bereich sind, die versuchen, das Optimum aus ihren Rechnern rauszuholen. Und das gelingt natürlich mit unserer Software sehr gut. Und durch unsere Partnerschaft mit Sarah Force India, die unsere Software einsetzen für die Strömungsberechnung, war es uns möglich, den Formel-1-Wagen hierher zu bringen. Cool, cool. All right. Well, last question is about containers. I'm reading a lot about containers. What is Unova doing with containers for workload management? Vor einer Woche haben wir die neue Grid Engine Version 8.4 annonciert, die Container aware ist sozusagen. Heutzutage will jeder Kunde Container in ihrem Compute-Cluster laufen lassen. Die meisten Kunden setzen Docker ein. Also haben wir in der neuen Version Grid Engine Docker Aware gemacht. Das heißt, ohne Konfigurationsaufwand können Kunden nun auf ihrem großen Compute-Cluster Docker-Container laufen lassen. Okay, well, very good. Well, it sounds like you guys got a lot going on. And I hope you have a good week here at ISC. Good job.